Und mal wieder guten Abend und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Silber. Ja, der gute alte Erich, was auch immer er von uns will, es heißt Richtung Süden, Moment mal. Okay. Ja. Leute, ich bin gerade etwas irritiert. Und zwar wollte ich... Ah, okay, 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 alles klar. Von hier aus geht's. Ich war gerade schon irritiert. Der Vulkan auf der Sinnoh-Insel ist ausgebrochen. Oh, cool. Durch die Eruption wurde die Route 19 durch Felsbrocken zugeschüttet. Ich frage mich, ob die Einwohner der Sinnoh-Insel in Sicherheit sind. Das ist jetzt uncool. Leute, ihr wollt ich gerade lang. Ja. Tut mir leid, die Straße ist aufgrund von Bauarbeiten gesperrt. Wenn du zur Sinnoh-Insel möchtest, gehst du von Alabastia gen Süden. Es würde zu lange dauern, diese Felsen zu bewegen, ich nicht vorlesen können tun. Ah, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Okay, gut, alles klar. Denn wir kamen ja nicht durch den Diktatunnel, sondern es hieß, solange das Kraftwerk da nicht in Ordnung ist, kommen wir nicht weiter. Weilbaum. Gut. Das heißt, wir können doch jetzt eigentlich dadurch. Ja. Moment mal. Was laber ich? Wow, ich bin... Machen wir mal ein bisschen Detektor-Action hier. Gut. Unser super toller Detektor der ersten Gen. Das eigentlich Schlimme ist, dass... Also, warum das so schlecht ist, ist eben... Ich meine, man muss halt schon erstmal auf die Idee kommen, an einer Stelle den Detektor einzusetzen. Es ist ja nicht so, als würde man das einfach so umsonst bekommen, sondern man muss ihn ja schon an der richtigen Stelle überhaupt auf die Idee kommen, ihn zu nutzen. Und dadurch finde ich es noch einfach später besser umgesetzt. Man erfährt einfach zu wenig beim Detektor hier. Gut. Ich denke mal wieder eher unten als oben. Ja, in der ersten Gen ist hier nämlich auch ein Haufen versteckt. Deswegen konnte ich mir... Ich sollte mal absteigen vom Fahrrad. Wow, das macht mich gerade... ziemlich irre. Oh ja, X-Spezial. Hätte ich das nicht gefunden, dann wäre es aber aus gewesen. Und nochmal Detektor-Action. Das Problem ist... Ich muss durch einen Diktatunnel. Aber da liegt Relaxo. Und... Ich habe die Pokéflöte nicht, weil Mr. Fuji mir die nicht gegeben hat. Ah, vielleicht kann ich jetzt in... Lavandia... noch weiterkommen. Oh. Ich meine, damals sind wir ja im Turm nicht weitergekommen, wegen... Ich meine, jetzt läuft das Kraftwerk hier wieder. Das heißt, eigentlich ist sein Job hier gerettet. Mein Freund, ich bin ja mutale Musiker. Ich brauche ein spezielles Modul. Und das soll ich mir erst holen. Aber er müsste ja jetzt nicht mehr pleite sein dadurch. Ah, dann bist du Steve, der das Problem mit dem Kraftwerk gelöst hat.
Dir habe ich es zu verdanken, dass ich nicht arbeitslos wurde. Du bist mein Lebensretter. Zum Dank gebe ich dir das hier. Jetzt haben wir das Zusatzset. Damit kannst du die Radioprogramme in Kanto empfangen. Das ist gut. Hi, mein Freund. Ich bin der Musiker. Ja. Ich bin derjenige, der diese wundervolle Melodien auf Sendung bringt. Sei so frei und lausche der schönen Melodie. Das machen wir doch einfach mal. Und mal schauen, ob wir einen Sender finden. Okay. Orte und Personen moderiert von Dr. Lilly, Route 22. Das ist niedlich. Pokémon-Fan ist immer weiter. Ja, okay. Gut. Mit DJ Fabian. Es ist Dienstag. Mach mit beim Pokémon-Marsch. Okay. Ich habe eine Vermutung. Habe ich schon erwähnt, dass ich eine Vermutung habe? Falls nicht, ich habe übrigens eine Vermutung, Leute. Jetzt ist die Frage, habe ich Bälle? Ja, habe ich. Ich habe Bälle. Dann ist hier ein dickes Pokémon, was ich vielleicht im Radiosender ich speichere. Das ist jetzt ein Safe State, weil es ist für mich etwas einfacher. Und jetzt nutzen wir mal den Pokécom. Das ist eine Pokémon-Flöte. Der Pokécom wird in der Nähe des schlafenden Relaxos platziert. Relaxo ist aufgewacht. Ja, haha. Rätselmeister DSD Steve. Muhaha. Irgendwie hatte Steel das Relaxo bisher das Pokémon mit dem höchsten Level. Und ich frage mich, warum ich nicht gleich Nesmon davon genommen habe. Machen wir es mal ein bisschen Schaden. Mal schauen, wie viel ein Surfer so ab. Wow. Okay. Ein Surfer zieht fast nichts ab. Das ist schlecht. Aua. Das wird. Oh nein, hat auch noch Überreste. Jetzt hier schon die Attacke Raub? Falls ja, könnte man sich ja hier noch eine zweite Mal Überreste holen. Ah, das kann sich ja wehren durch Schnarcher. Hui, okay, gut, das Relaxo könnte nervig werden. Oh Gott. Oh Gott, das. Oh. Das wird ja richtig Abfuck hier. So ein Volltreffer war jetzt ganz cool. So ein Volltreffer wäre echt cool. Ich muss es zumindest in gelben Bereich schwächen. Vorher macht es keinen Sinn, Bälle zu werfen. Das ist das große Problem. Jetzt wacht sie auf und wird wieder Erholung einsetzen. Wie oft hat der Erholung 10 Mal? Also ich kann nicht darauf. Oh.
Ja, das ist gut. Das ist gut. Oha. Jetzt muss ich's einschläfern. Danke. Gut. Schläft. Und dann versuchen wir es nochmal. Mit einem Surfer. Niederzustrecken. Na, wir wollen es nicht niederstrecken. Ich glaube. Ja, es hält auf jeden Fall noch ein Surfer aus. Und Relaxo, bitte. Bitte schlaf weiter. Und jetzt kein Volltreffer. Danke. Wie viel Schaden macht er uns? Ja, ist okay. Okay, gut. Jetzt können wir Bälle werfen. Ja, wir haben nur Hyperbälle, keine Special-Bälle. Das ist natürlich blöd. Ich muss mich wohl irgendwann nochmal um Special-Bälle kümmern. Verdammt. Bitte wach nicht auf. Okay, ein zweiter Versuch. So, leben ist langsam, müssen wir auch Nessmon heilen. Ja. Gut, das ging ja noch im Großen und Ganzen ohne Probleme. Seine Magensäfte können jedes Gift zersetzen. Das kann sich sogar nur von Erdreich ernähren. Ich möchte Relaxo einen Spitznamen geben. Ein Relaxo ist ja schon so ein richtiges Retro-Pokémon, würde ich sagen. Also nennen wir es doch Retro-Mon. LP. Ja, Retro-Mon LP. Natürlich an den Let's Play Retro World angelehnt, mit denen ich auch Pokémon Platin zum Let's Play, auch wenn es gerade aktuell pausiert ist, und mit dem ich mein erstes Let's Play zum aufgenommen habe, das Smaragd Together. Findet ihr auch eine Playlist zu auf meinem Kanal. Jetzt schauen wir uns einfach mal Relaxo an, ob er die Überreste jetzt vor allen Dingen dabei hat. Das würde mich ja mal echt interessieren. Er hat die! Wow! Man bekommt damit zweimal Überreste im Spiel. Das ist cool und das muss ich natürlich wirklich loben, weil Überreste natürlich gerade für Multiplayer ziemlich wichtig sind. Und da finde ich gut, dass das Spiel daran gedacht hat, einer es auch mehr als einmal zu geben. Ja, klar, natürlich gibt es auch die gute alte Item Clause. Aber nicht jeder spielt im Multiplayer zwangsweise mit diesen Regeln. Also, ich weiß eigentlich immer, es gab fast nur eine Regel, die war, man sollte halt nicht zweimal ein das gleiche Pokémon haben. Aber alles andere war quasi egal. Einige Diktas sind plötzlich vor mir aufgetaucht. Ich habe mich erschreckt. Ja, die Diktahöhle. Die scheint noch gleich aufgebaut zu sein, wie in der ersten Gen. Deswegen denke ich mal, können wir hier einfach mal Schutz einsetzen. Nutzen wir einen Superschutz. Meinen letzten. Aber wir haben ja noch anderen Schutz. Items dürften ja eigentlich nicht drin versteckt. Oha. Ich wollte gerade sagen, Items dürften ja eigentlich nicht versteckt sein. Und dann liegt hier so ein Fels rum. Natürlich. Vielen Dank, Spiel. Danke fürs Trollen. Vielen, vielen Dank. Jetzt mal ganz ehrlich, das Spiel wollte mich doch gerade einfach nur trollen. Mehr nicht. Das war reinstes Trolling. Ist hier oben was? Ja. Carbon, immer nett. Oh, was war das? Ich glaube, Initiative Boost. Und nutzen wir hier mal den Detektor. Wieder schöne Musik.
Also gerade im Bereich Musik, also generell der Bereich Technik ist natürlich Pokémon Silber sehr, sehr gut. Und wenn es ein paar Gameplay-Schwächen hat, da kann es einfach punkten im Bereich Technik. Ah, ich bin froh, dich zu sehen. Mich hat schon lange Zeit niemand mehr besucht. Ich bin überglücklich. Das hier ist für dich. Ja, einfach mal so random Nugget, okay? Ich kann dir keine weisen Ratschläge mitgeben. Das hier muss ausreichen. Ich glaube, der hat ja einem Pantimus gegeben. Ich weiß noch nicht mal gegen was. Ach, gegen was muss man denn das Pantimus ertauschen? Bist du Steve? Ich bin der Assistent von Professor Eich. Ich wusste nicht, dass du hier bist. Professor Eichs Labor ist gleich hier in Alabastia. Und von dem hat man, wenn man 10 Pokémon hatte, die VM Blitz erhalten. Lass dich auch noch mehr den Zerschneider. Jetzt überlege ich gerade. Wie wir natürlich jetzt hier weitermachen. Angriff Plus, ja. Schön, dass wir Müll aufsammeln. Ist denn hier noch ein Item? Nein. Wo zum Teufel sind. Das sieht ja hier gerade recht lustig aus. Oh mein Gott, eine Gegengiftbeere. Wie lange haben wir denn sowas schon nicht mehr erhalten? Okay. Ich bin gerade so irritiert, wie das hier so aussieht. Ich bin ja voll der Secret Breaker in diesem Part. Schaut euch das an. Hier sind halt so offensichtliche Pokémon-Logik-Verstecke. Ja, warte ich irgendwie auch. Es passt einfach zu Pokémon. Will der kämpfen? Ja, will kämpfen. Okay. Wenn du mit Shorts in hohem Gras läufst, bekommst du dann Schrammen an dein Bein? Durchaus, weil Gras kann echt ziemlich scharf sein. Das ist teilweise echt krass. Wirklich krass. Bibor. Level 30. Warum habe ich eigentlich immer noch Ampimon vorne? Fällt mir gerade auf. Den könnte ich eigentlich auch mal wieder nach hinten nehmen. Dürfte mittlerweile unser stärkstes Pokémon sein. Das hätte keinen Volltreffer gebraucht. Bibor. Ja, das scheint ein sehr innovativer Trainer zu werden. Wie unser Starter mittlerweile mal am schlechtesten trainiert ist. Wow. Dann sollte ich mal ihn wieder ein bisschen nach vorne packen, würde ich sagen. Haben natürlich ein Flammenrad. Ich hoffe ja, dass er mal irgendwann noch Flammenwurf erlernen wird. So bis 50, sage ich mal. Das wäre schon ganz cool. Weil Flammenwurf möchte ich eigentlich schon bis zum finalen Kampf haben. Das wäre mir eigentlich schon sehr wichtig. Der Tribble Bibor Trainer. Man hätte natürlich jetzt nicht den einfach mal Bibor, Omot und Smetbu geben können. Nein, nein, dreimal Bibor ist auf jeden Fall abwechslungsreicher für den Spieler. Weil Baum. Genau. Weil Baum ist der Part jetzt auch zu Ende. Und ich würde mich wie immer über einen Baum, ich meine, netten Kommentar und einen Daumen hoch freuen. Ich war die Steve. Ciao.